Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen zu Menschen in München. Hier im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen wohnt Klaus Voormann. Man nennt ihn auch den fünften Beatle. Der Bassist und Freund von John Lennon, Paul McCartney, Richard Starr und George Harrison ist einer der wenigen, eigentlich der einzige deutsche Musiker, der in der ersten Liga des Rock'n'Rolls mitgespielt hat. Ich möchte mich jetzt mit Ihnen über sein Verhältnis zu den Beatles unterhalten. Klaus Voormann, herzlichen Dank, dass wir bei dir vorbeischauen können in deiner Idylle hier. Haben natürlich auch einen super Tag heute erwischt. Du bist ja ein enger Freund der Beatles gewesen, oder bist du heute noch, und hast hier ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt »Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier?« Und ich möchte einfach mal das Vorwort kurz vorlesen. Unsere Zuschauer müssen wissen, dass das von Paul McCartney geschrieben wurde, das Vorwort, einem richtig guten Freund von dir, richtig? Ja. Okay. Also, man wundert sich natürlich erstmal, dass sowas ein richtig guter Freund schreibt, aber wir kennen ja alle unsere britischen Freunde, die einen ganz eigenen Humor haben. Klaus Voormann ist ein Arschloch. Als er mich bat, eine Einführung für dieses Buch zu schreiben, meinte er zumindest, ich könnte das ja sagen. Aber natürlich stimmt das gar nicht. Und dann schreibt er so auch ein bisschen, was ihr gemeinsam, wie ihr euch kennengelernt habt. Und zum Schluss schreibt er wieder, wir wurden Freunde und gegenseitige Bewunderer und verbrachten viele glückliche Stunden miteinander. Klaus wurde ein großartiger Bassist und eine Stütze für große Musiker wie Manfred Mann, George Harrison und viele andere. Er ist ein wunderbarer Mensch, ein verrückter Hund, ein leidenschaftlicher Künstler und Musikliebhaber, ein prächtiger Vater und Ehemann, ein enger Freund und ein totales Arschloch. Love, Paul McCartney. Ja, das ist doch klasse. Was habt ihr für eine Beziehung gehabt? Ja, eben. Wir haben immer rumgealbert und haben immer sehr viel Quatsch miteinander gemacht. Und speziell war das zurückdatiert auf die Zeit in Hamburg. Und in Hamburg, da haben sie wirklich die Sau rausgelassen. Da waren sie natürlich überhaupt nicht bekannt. Und da konnten sie machen, was sie wollten. Da mussten sie nicht jedes Wort in den Mund umdrehen. Und die Leute würden ihnen keine Schwierigkeiten machen, damals. Und da haben sie natürlich irren Jux gemacht. Und das haben wir später natürlich nie mehr zu sehen gekriegt. Das war dann unsere Erinnerung an das, wie es damals war. Als du sie jetzt zum ersten Mal in Hamburg gesehen hast, wie hat das auf dich gewirkt, diese Musik? Man muss ja wissen, bis zu der Zeit gab es ja eigentlich Jazz und klassische Musik. Das waren so die beiden Musikrichtungen, die jeder kannte. Und jetzt bist du da auf die Reeperbahn gegangen und hast zum ersten Mal die Beatles gesehen. Wie hat das auf dich gewirkt? Na, das ist für mich natürlich extrem, weil ich an sich nur klassischer Musik ausgesetzt war. Und dann habe ich Jazz gehört und habe dann auch so ein paar Chuck Berry und Little Richard und Geschichten im Radio gehört. Aber live hatte ich das nie erlebt, auch noch nie eine Band live gesehen. Und das war zum ersten Mal, dass ich Live-Musik tatsächlich gehört habe. Und das war die erste Band, die ich gehört habe, waren die Beatles. Und als ich dann reinging in diesen Kaiserkeller, wo das stattfand, das war dann Rory Storm and the Hurricanes mit Ringo am Schlagzeug. Aha, aber zu der Zeit hat Ringo ja noch nicht mit den Beatles zusammengespielt. Richtig, da war Pete Best am Schlagzeug und Stuart Sutcliffe hat Bass gespielt. Und warum bist du da überhaupt hingegangen? Wie bist du dazu gekommen? Hat man in Hamburg darüber geredet, dass da eine wilde Band ist? Überhaupt nicht. Keiner wusste das. Und die haben da irgendwie das war so ein Insider-Ding, aber mehr so für die Rockers, die so an der Reeperbahn rumhingen. Mhm. Und als ich kam, war das was völlig Extremes, dass da jemand, der so aussieht wie ich und sich da überhaupt reintraute. Ne? Für mich war das auch ein irres Erlebnis. Das muss ich sehen, da muss ich rein. Ne? Und ich war sofort umgehauen allein schon von dem Sound, was die auf der Bühne macht mit ihren heutzutage Mickey Mouse Verstärkern. Das war damals für uns ein irrer Lärm, das war laut und ein richtiges Schlagzeug. Und das war toll. Es war nicht wie im Jazzclub, das war ja immer älteres, delikater. Es war roh und grob, aber es ging richtig in die Knochen. Und vom Aussehen her, jetzt weiß ich von dir, dass du auch von einem relativ bürgerlichen Umfeld kommst und gehst also in so eine harte Kneipe da rein. Wie haben die ausgesehen damals? Wie haben sie sich unterschieden von den Normalbürgern, sage ich mal? Erstens mal waren sie englisch.
Und allein, was die anhatten, zum Beispiel die Rory Storm Band, die hatten so die typischen Teddy-Boy-Klamotten. Das sind dann so weiße Schuhe mit so Kanten dran und einen Samtkragen hinten und so einen kleinen Schlips, der so ein Schnürsenkelschlips und eine rote Jacke oder irgendwas, so diese Bandkleidung, die kannten wir überhaupt nicht. Mhm. Und die Beatles selbst, die hatten wie nennt sich denn das, Gingham, ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist, so eine karierten Jacken, so Blouson-Jacken an, so wie Jeansjacken, aber eben so Blouson-mäßige Jacken und hatten alle das Gleiche an und ganz billige Flanellhosen und so Winkle-Pickers nannten die, das sind Schuhe, die sind ganz spitz. Und die nennen sich Winkle Pickers, weil die, wenn du so einen Schnurrbart hast, die kannst du so unter diesen Ja, so ganz spitze Schuhe hatten die an. Man muss ja sich das vorstellen, die Beatles, die heute alle deutlich über 60 sind, waren damals 20. Und ich glaube, der George Harrison, der war gerade mal 17. Gell? Hattest du dann gleich das Gefühl, du musst irgendwie an die ran? Oder wie hast du dich sozusagen dann dazu bewegt, auf die loszugehen und mit denen ins Gespräch überhaupt zu kommen? Das war so, als ich zum ersten Mal hinging, da habe ich dann gleich alle alarmiert, meine Freunde. Astrid als Erste, die auch Muffe hatte, die wollte da nicht hin und konnte das überhaupt nicht verstehen. Aber ich habe sie davon überzeugt und wir sind dann hingegangen. Und dann nach und nach kamen alle anderen Kunststudenten. Und plötzlich war da ein ganzer Tisch voll mit Kunststudenten, die dann so die Schals um den Hals hatten. Und daneben waren dann die Rocker. Aber die Rocker haben uns in Ruhe gelassen. Wir hatten also null Probleme. Und dann kam es eben, Mensch, wir müssen die mal ansprechen. Und ich war der Einzige, der so einigermaßen Englisch sprechen konnte. Ja, man muss ja wissen, dass du eigentlich Grafiker warst, ne? Ja. Und zwar wohl auch Klavier und so gespielt hast, aber jetzt erstmal gar nicht. Konntest du dir gleich vorstellen, dass du da auch mit dem Instrument gleich mitmachen wolltest? Oder ging es dir erstmal darum, dich als Grafiker bei den Beatles Also da kam es überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht überhaupt drüber nachgedacht, dass ich selber irgendwann mal Bass spielen würde oder Gitarre oder irgendwas. Überhaupt nicht dran gedacht. Ich wollte nur dahin, ich wollte das hören, ich wollte da sein. Und bin dann auch so gut wie jeden Abend, wenn es irgendwie ging. Ich hatte ja nur noch einen Tagjob, ne? Ich musste ja morgens um 8 auf der Matte stehen beim Axel Springer Verlag in der Werbeabteilung für Hör zu. Und Kristall hieß die damals, eine Zeitschrift. Mhm. Und trotzdem war ich die ganze Nacht auf der Piste und bin dann auch manchmal im Geschäft eingeschlafen. Ich finde das erstaunlich, dass du also damals überhaupt noch gar nicht an einen Bass gedacht hast und dann also mit Musikern wie Eric Clapton und Manfred Mann und ich kann gar nicht die ganzen bekannten Musiker aufzählen, mit denen du dann zusammengespielt hast. Wie hat sich das dann bei dir entwickelt, dass du dann doch irgendwann mal gemerkt hast, dass du Bass spielen kannst? Tja, es ist sehr, sehr interessant, weil mich hat der Gibson Camp, der spielte Schlagzeug bei King Size Taylor and the Dominos. Mhm. Gibson hat jetzt eine tolle Kneipe in Hamburg und ist wirklich gut dabei. Aber damals, der war auch nur 17 Jahre alt. Und der sagte, ich habe eine Band und der Bassspieler geht weg, willst du Bass spielen? Mhm. Da war ich aber schon in London und habe Grafik gemacht. Ich habe immer noch nicht an Musik gedacht. Aha. Und dann habe ich einfach den Sprung ins kalte Wasser, ohne überhaupt jemals vorher auf der Bühne gestanden zu haben, bin hin. Wir haben ein paar Mal geprobt und ein paar Tage später stand ich im Star Club auf der Bühne und habe Rock'n'Roll-Lieder gespielt. Nun ist das nicht so, wenn Leute Star Club hören, dann denken sie, oh toll, fantastisch. War einfach ein einfacher Club, da waren Leute, die wollten tanzen, wollten Spaß haben und die Band spielten eben diese Musik. Und so hat das angefangen. Und da hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass ich sehr gut Bass spiele. Was also keiner vorher wusste. Die waren also richtig begeistert und fanden das toll. Ich war nie so der Bühnenmensch, der da seinen Affen macht auf der Bühne. Das konnte ich nie. Ich war immer sehr im Hintergrund. Aber es gab ja dann wohl auch den Zeitpunkt, wo du auf John, Paul und George zugegangen bist und hast gesagt, ich würde hier gerne mitmachen und Bass spielen. Warum haben wir jetzt hier nicht den fünften Beatle vor uns stehen? Also das war, nachdem wir uns wirklich gut befreundet haben. Das war einfach so eine Sache,
die an sich mehr so, wo ich schon wusste, die sagen sowieso nein. Da hatte nämlich keine Ahnung, ob ich überhaupt spielen kann. Mhm. Nicht? Und die hätten, wenn die ja gesagt hätten, dass, ja, Bassspieler, die brauchen ja sowieso nicht viel können. Da können wir ruhig den Klaus nehmen. Hätte ja sein können. Ich hätte wahnsinnig gerne mit denen Musik gemacht. Man darf nicht vergessen, dass die damals völlig unbekannt waren. Klar. Es ging nur darum, in einer Band zu sein und zu spielen. Und das war meine Lieblingsband. Da waren viele andere Bands, aber die Beatles waren meine Favorite Band. Und da habe ich eben irgendwann früh morgens, als sie ihren Gig, ihren Auftritt im Top Ten beendet hatten. Und wir saßen alle draußen, war so ein Tag wie heute, so ein richtig schöner sonniger Tag. Ganze Nacht durch gesumpft und getrunken und noch eine Coca-Cola und noch eine Prelli reingehauen. Wir waren also alle am Jabbern und Reden und weiß ich was alles. Und da habe ich dann gesagt, ey, wie sieht's aus, wenn ich, wäre das denn irgendwie und so. So habe ich zu John gesagt, ne, ob ich Bass spielen kann. Er sagte, nee, du Klaus, der Paul hat sich jetzt schon den Bass gekauft und wir spielen jetzt als vier weiter. Denn der John Lennon hat dir gesagt, der Paul McCartney hat sich jetzt eine Bassgitarre gekauft, weil er vorher Rhythmusgitarre gespielt hat, oder? Er hat entweder Rhythmusgitarre oder Klavier gespielt auf der Bühne. Aha. Und Bass hat er nur gespielt, wenn es ein Stück war, wo Stewart, der damals Bass spielte, nicht so recht mit zurande kam, weil der war nicht so ein toller Musiker, sah spitze aus, war ein Klassentyp und ein toller Künstler. Und Wenn du da so heute dran denkst, wie knapp das ja im Grunde genommen war, es hätte ja auch sein können, dass der Paul weiter Rhythmusgitarre spielt. Wenn man sich die Konkurrenzband sich überlegt, das waren die Rolling Stones, das waren auch immer fünf. Hast du dann manchmal das Gefühl, das darf ja alles gar nicht wahr sein, dass du sozusagen jetzt im Rückblick, damals konntest du natürlich noch gar nicht genau wissen, wie sich die Beatles entwickeln. Aber jetzt im Rückblick, dass du da an der Mega-Chance sozusagen vorbeigerutscht bist? Da habe ich an sich nie drüber nachgedacht. Ich meine, ich muss schon sagen, ich habe ja mehr als Glück gehabt, ne? Mit solchen Menschen zu tun haben zu dürfen. Und während der Zeit, während es die Beatles gab, war das alles irgendwie, die waren toll und erfolgreich und ich war erfolgreich mit Manfred Mann auf andere Art und Weise. Ich habe also anderthalb Jahre bis zwei Jahre in der Manfred Mann Band gespielt. Da hatten wir mehrere Hits, so Mighty Quinn und Haha, Set the Clown, Sammy the Touch to Burn, Mr. John. Also eine Menge Hits und auch viel Erfolg und habe auch viel gelernt. Und als ich dann aufhörte bei Manfred Mann, dann kam plötzlich George und John, dann kam die Plastic-Ono-Band-Geschichte und ich spielte plötzlich Bass im Studio für solche Leute. Und es ist ja klar, die haben natürlich die tollen Leute an der Hand, die sagen, Eric, spiel mal oder, ne, die hatten also, was immer sie wollten, konnten sie im Studio haben. Und ich war der Bassspieler, ich konnte es gar nicht fassen, ich war also mehr als glücklich. Konnte man damals so viel Geld verdienen, dass man also heute sagen kann, ich habe ein ruhiges Polster? Wenn du natürlich in einer Band bist wie Beatles, würde ich sagen ja. Aber ich mit Manfred Mann würde sagen nein. Und mit dem, was du bezahlt kriegst für die Studioarbeit, da würde ich auch sagen nein. Das ist nicht, da musst du schon sehr aufpassen, um dir ein richtiges Polster zu machen. Aber ich meine so Hey Hey Set the Clown, das sind ja Songs, die hörst du heute überall im Radio noch. Gibt's da viel Royalties für oder ist das eine Sache, wo man eigentlich sozusagen gar nicht unbedingt davon leben kann? Nee, das sind Peanuts, das ist also nichts Großes. Das sind Tantiemen, das ist ganz nett, aber nicht so, dass du da deine Rente hast. Mhm. Wirklich nicht. Ich würde jetzt gerne mit dir über die Zeit sprechen, nachdem ihr euch in Hamburg kennengelernt habt, seid ihr dann auch sehr intensiv in London gemeinsam gewesen. Ihr habt quasi, ich weiß, wart ihr quasi Nachbarn und du hast diese ganze Beatlemania direkt erlebt, wie sie sich sozusagen entwickelt hat. Klaus Voormann, jetzt hast du mit B.B. King zusammengespielt, mit Eric Clapton, mit John Lennon, mit Paul McCartney. Und man hört dich überhaupt nirgendwo mehr spielen. Warum ist das so? Oh, du meinst live? Richtig, ja. Nicht live spielen? Ja, irgendwann hatte ich die Faxen dicke und habe einfach gesagt, jetzt ist Schluss. Das war irgendwann 79. Das letzte, was ich gemacht habe, war Mac Rabenach, Dr. John, in der Band gespielt. Ja. Und das war halt so ein Erlebnis.
Mac ist mein Favorite. Also das ist einer meiner Lieblingsmusiker überhaupt. Ein ganz, ganz toller Mensch und hat richtig, also viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Aber dieses war so ein Schlüsselerlebnis. On the road, in die Clubs, schlechtes Essen, überall rumreisen. So mit diese typische Bühnenszene war nicht mehr mein Ding. Es war irgendwie, habe ich es durchgelegt, ich habe es gemacht. Jetzt habe ich mit den besten Leuten gespielt. Natürlich gibt es immer wieder tolle neue Leute. Aber für mich war es einfach the tip of the iceberg. Ne? Ja. Das war's. Und dann habe ich aufgehört. Und aus dem Grund, als ich nach Deutschland kam, habe ich dann gesagt, nee, also spielen, mit wem soll ich hier spielen? Das ist echt schwierig gewesen. Also, ja. Es war einfach für mich auch keine Musiker oder keine Musik da, die ich gerne hätte spielen wollen in Deutschland. Aber du hast doch dich dann auch um die deutsche Musikszene gekümmert. Also mit Marius Müller-Westernhagen hast du doch auch Dinge zusammen gemacht. Ja, das ist richtig. Da habe ich mal so ein bisschen Bass gespielt, aber das war nicht irgendwie groß, dass ich da eingestiegen wäre. Und das, was alle Leute kennen, ist, dass ich eben Trio produziert habe. Aber das ist mehr als Produzent. Die hatten ja nicht mal einen Bassspieler in ihrer Band, die waren ja nur drei. Und aber das, die hatten diese schöne Basstrommel. Die schöne Basstrommel. Also richtig. Trio war ja dieses Bam, Bam, Bam. Wie hieß der Song noch von Trio? Das war Da, Da, Da. Da, das Da, war, Da. Das war ein Riesenhit, aber ja. Das war bevor Da, Da, Da sogar geschrieben war, haben wir alle, auch die Plattengesellschaft, die Phonogramm, waren alle begeistert. Aha. Und wir fanden alle Trio sagenhaft. Und die haben auch einen Bühnen-Act gehabt, der einmalig war. War also wirklich, wirklich fantastisch. Das war alles diese Minimal Art, nicht? Dieses Minimale hatten sie rausgeschält und das war ihr Trumpf, möchte ich mal sagen. Aus Minimalismus einfach, weil sie nicht mehr hatten. Wir haben nicht mehr, wir haben keinen tollen, großen Schlagzeuger mit 1000. Alles war das Kleinste vom Kleinen. Und das fand ich toll. Also, die war auch eine gute Band. Es ist nicht, dass man sagt, die haben ja nur Blödelzeug gemacht. Die haben richtig gute Lieder geschrieben, gute Texte und sehr, sehr ästhetisch tolle Sachen gemacht. Wenn du dir heute so diese Musikszene anguckst mit Deutschland sucht den Superstar und solchen Geschichten, wie wirkt das auf dich? Das finde ich grausam und finde ich völlig daneben. Es ist schon richtig, da sind manchmal Talente dazwischen, aber es hat nichts damit zu tun, wie, sagen wir mal, ein Eminem oder ein Prince. Oder das ist eine andere Rubrik. Das ist Unterhaltungsmucke und ich finde es fürchterlich. Ich finde es grausam. Es scheint aber so zu sein, dass das heutzutage, wenn du in das Musikgeschäft irgendwie wirklich reinkommen willst, dass das mittlerweile einer der ganz ausgetretenen Pfade ist und dass es für viele gar nicht mehr so möglich ist, wie ihr damals das gemacht habt, also irgendwo in dunklen Kellern angefangen habt. Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn da irgendwo eine gute Band ist und sich die guten Leute finden, dann sind die erfolgreich und die müssen nicht durch irgendwelche Schulungen oder Leute, die da fertig machen im Fernsehen. Ich finde das also völlig daneben. Ich würde gerne nochmal auf deinen... Wie gesagt, muss ich sagen, ja. Ich habe das so gut wie nie angeguckt. Ja. Und wenn ich es gesehen habe, wurde ich so angewidert, dass ich sage, wie kann jemand da stehen und die Leute so anmotzen? Wer denkt der, wer der ist? Ne? Meinst du jetzt von der Jury her? Ja, diese möchte gern groß, ne? Ja. Klein. Bist du denn da mal gefragt worden, ob du sowas machen würdest? Nee, ich glaube, das würde auch keiner versuchen. Ne? Ja. Ja, auch die sich da so haben beleidigen lassen müssen. Ne? Die haben, da merkt man aber, was für eine Schmerzgrenze ja diese Menschen haben, die unbedingt Musiker werden wollen. Denn diese ganzen jungen Leute, die da auftreten, die haben ja nun auch wirklich diesen Wunsch, Musiker zu werden. Und da nehmen sie dann oft in Kauf, dass sie da so blöd angemacht werden, um dann da vielleicht hinzukommen. Na, es ist vielleicht ein Fehler, mich darüber auszufragen, denn ich weiß wirklich nicht, ob da gute Bands oder gute Sachen bei rausgekommen sind. Den Kübelbeck zum Beispiel, den fand ich wieder ganz witzig, weil er skurril ist. Ja? Mhm. Aber ob nur jemand eine geschulte Stimme hat oder Kapriolen schlagen kann und dann noch einen Spagat dazu, das ist mir völlig egal. Ja. Es geht mir wirklich am Dings vorbei. Ja. Ja. Dann lass uns nochmal von deinem Background sprechen. Du hast ja einen hochinteressanten Großvater auch gehabt. Nicht? Dieser Großvater, der hat ja eigentlich
ja, dem hat ein ganzer Stadtteil in Berlin gehört, ist das richtig? Ja, das war eine Gemeinschaft von verschiedenen Anwälten und Bankiers. Und er hatte einen ganzen Stadtteil, das war Heiligensee, ja, gehörte dieser Firma. Ist deutlich einer der besseren Stadtteile von Berlin. Ne? Heiligensee ist wunderschön, wunderschön. Mehr so ein Vorortteil, das ist so direkt an der Grenze, da an der Havel hinten. Und da ist der Heiligenseer See, der ist im Familienbesitz heute noch. Den haben meine Brüder, ich bin da ausgestiegen. Und dann ein großes Grundstück, was dazugehört. Aber der ganze Stadtteil, den hat meine Großmutter, haben ihr die Advisor, nachdem mein Großvater gestorben ist, der ist vor der Inflation gestorben. Und dann kam die Inflation und da haben die Berater gesagt, sie sollte das alles verkaufen. Dann gab es aber einen Haufen Geld dafür. Ja, nicht nur das, die hatten auch, weiß ich was, Anteile in Goldminen in Südafrika oder Diamanten und Öl in der Lüneburger Heide und all so ein Zirkus. Und ist da was dran an der Geschichte, dass ihr dann dieses Geld irgendwie, weiß ich nicht, an die Wände genagelt habt, weil es eh nichts mehr wert war? Na, Inflationsgeld, klar, das hat jeder gemacht. Okay, das ist wahrscheinlich eine Altersgeschichte. Ich bin schon so alt, dass ich noch das Geld von der Inflation hatte. Da haben wir, ja, wir haben damit Roulette gespielt. Das ist richtig. Meine Großmutter war eine ernsthafte Spielerin, die dann auch wirklich viel Geld auf die Kappe gehauen hat und ist dann nach Monte Carlo und hat da eben ihr Geld auf den Tisch gelegt. Aha. Jetzt weiß ich noch, du hast irgendwann mal in einem Interview davon gesprochen, dass Legasthenie für dich ein Thema ist. Ist das eine Sache, die dir in deinem Leben viel Kummer bereitet hat? Ja, kann man sagen. Das Schlimmste ist, dass man früher, als ich zur Schule gegangen bin, das noch gar nicht wusste. Und da waren Momente, wo der Deutschlehrer dann sagte, Klaus, komm mal nach vorne und lies mal hier diese Geschichte vor der Klasse vor. Und ich hätte in den Erdboden versinken können. Und ich glaube, er wusste, dass ich das nicht kann. Und ich konnte nicht richtig lesen. Und ich konnte vor allen Dingen, was Legasthenie ja hauptsächlich ist, ich konnte nicht das, was ich sehe, in die Realität umsetzen. Ja? Du kannst also, ein Wort ist ein Puzzle. Ne? Es ist wie ein Puzzle. Und dann sagst du, ja, das sind die Buchstaben und die Buchstaben zusammen geben das. Ach ja, das ist Sahne. Und es sind so viele Stufen, die du im Kopf zusammenklamüsern kannst. Und es ist eine Sache, wo die Gehirnhälften nicht richtig miteinander verbunden sind. Und die haben mal so Tests gemacht. Die haben bei Epileptikern haben sie die Gehirnhälften getrennt, weil dass diese Funken überspringen von einer Gehirnhälfte zur anderen. Und die waren völlig funktionsfähig. Es war gar nicht so schlimm. Aber wenn haben sie einen Test gemacht, dann gehen sie mit der Hand rein und sie sollen da ein Objekt aussuchen und sollen das dann später mit der rechten Hand wiederfinden. Und dann haben sie das gemacht und er geht da rein mit der Hand und sagt, ja, hier, ja, eine Tasse. Gut, ja, eine Tasse. Nimmt die Hand wieder raus und geht mit der anderen Hand rein und geht die ganzen Objekte durch und kann die Tasse nicht finden. Kann es echt nicht finden. Ist das bei dir jetzt eine Sache gewesen, die sich gebessert hat mit der Legasthenie? Konntest du da im Laufe der Jahre irgendwie dich so trainieren, dass es heute leichter fällt? Ja, stimmt. Um dies noch zu ergänzen, ja, nächste Mal geht er rein mit der Hand und hat eine Bürste, eine Zahnbürste. Okay. Und macht ein Geräusch mit den Bristles, mit den Borsten. Ja. Und dann geht er das nächste Mal rein und findet sofort die Zahnbürste. Also das ist das Geräusch. Aha. Und das ist der Trick. Und das habe ich gelernt. Ich muss alles, was ich aufnehme, was ich wirklich aufnehmen will, ob es ein Buch ist oder ein Vertrag oder sonst was, ich muss es laut lesen. Ja. Das heißt, ich bin nicht in der Lage zu sitzen irgendwo und jemand drückt mir einen Vertrag in die Hand, ja, und sagt, lies das mal. Ja. Kann ich nicht. Ist unmöglich. Ich sage, halt, jetzt muss ich erst mal raus und dann muss ich das lesen und dann können wir uns weiter unterhalten. Ah ja. Das weiß ich. Wie bist du darauf gekommen, dass es so dann funktioniert? Naja, also eben dieses Programm über die Legasthenie, über diese Epileptiker, ja, das war für mich so wirklich, dass ich gemerkt habe, das ist die Tatsache. Dass also die Gehirnhälften nicht richtig miteinander verbunden sind. Und das ist eine Sache, die hätte ich in der Kindheit trainieren können, möglicherweise. Ja. Ja. Und ich meine, es ist auch, so ein paar Sachen funktionieren, aber ganz, ganz schlecht. Musik lesen,
völlig undenkbar. Mhm. Ja? Du kannst mir ein Lied vorsingen und ich kann das Lied nachspielen, nachpfeifen, sonst was mitmachen. Ja. Schreibst es aber auf und ich gucke auf die Noten, wie so viele tolle Musiker. Mhm. Die gucken einfach so 8 Takte an und dann spielen die das. Ist für mich undenkbar. Mhm. Nicht möglich. Also dann, du hast ja dann die Schule einfach verlassen. Also ich kann mir vorstellen, dann war der Hass auch auf das, was da mit einem gemacht wurde, dann auch so groß, dass man sagt, was soll das? Also warum soll ich mich hier weiter quälen? Ja, ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen. Ja. Und das war auch alles okay. Aber eben, ich wusste nicht, Lernen war wahnsinnig schwierig und aufwendig für mich. Und ich war dann auch froh, wenn alles vorbei war. Mhm. Du bist ja dann Grafiker geworden. Ist das eine? Warum bist du Grafiker geworden? Wie hast du da Zugang zu gefunden? Das war schon immer die Entscheidung. Ich habe als kleiner Bub schon immer gerne gezeichnet. Mhm. Ich hatte immer Papier. Ich sehe das jetzt an meiner Tochter und meinem Sohn. Die zeichnen alle gerne. Die haben Stützen, die haben ganzen Packen Papier und noch eine Zeichnung und noch einen. Und so war das bei mir auch, obwohl ich damals nicht so viel Papier hatte, weil wir das nicht bei uns hatten. Aber ich habe immer was gemalt und immer gezeichnet. Und die Entscheidung war dann eben, würde ich Grafik machen oder Musik? Und das war in dem Falle, weil es sicherer war, die Grafik. Aber das hast du dann zu einem gewissen Zeitpunkt dann völlig aufgegeben und hast dich der Musik gewidmet. Ja. Und wie wir jetzt gleich hier sehen können, bist du wieder bei der Grafik irgendwie gelandet. Ja, an sich könnte man sagen, in dem Moment, wo die Musik angefangen habe, habe ich den Stift völlig hingelegt und habe nur noch Bass gespielt. Also zum größten Teil Bass, im Studio auch mal Gitarre oder ein Tambourin oder Klavier. Mhm. Aber zum größten Teil habe ich Bass gespielt. Und zum Beispiel diese Revolver, das Revolver-Cover für die Beatles, das war richtig mittendrin in der Musik. Da war also Manfred Mann Band und dann war vor der Manfred Mann Band, da war irgendwie so eine Lücke. Ich hatte Patty Klaus und Gibson, das war die Band, in der ich war. Und dann kam diese Lücke und da kam dann zufällig gerade, dass John mich anrief und sagte, würde ich denn wohl das Revolver machen? Und ich hatte natürlich Muffe, weil ich jahrelang nichts gemacht hatte. Ich sagte, wenn die mich jetzt fragen, sowas zu machen, das ist ja grausam. Was mache ich? Da waren die Beatles ja nun schon richtig berühmt. Da waren sie richtig berühmt. Und das muss man nochmal zusammenfassen. Da hast du das Plattencover für die Beatles gemacht und das Cover hieß Revolvers. Und das ist da drüben an deinem Tisch und da würde ich jetzt gerne mit dir hingehen. Okay. Okay, jetzt würde ich gerne mal mir die Sachen angucken, die Sie gemacht haben. Dieses Revolver ist natürlich ein ganz spannendes Cover. Da ist ja ungeheuer viel drauf zu sehen. Was hast du denn da alles so rein interpretiert? Ja, das war das Problem damals. John hat mich gefragt, ob ich sowas machen würde, Cover. Und sagte, wenn du eine Idee hast, schön. Wenn nicht, hast Pech gehabt. Also hier hast du auf jeden Fall mal die 4 Beatles reingesetzt. Ja. Und dann gibt es doch auch ein Bild, wo du zu sehen bist. Dich hast du auch. Ja, ich bin hier an der Seite, ganz klein, habe ich mich da reingesetzt. Das hat John natürlich dann gleich gesehen, sagt, hast dich da selber drauf gemacht. Ey. Fand er aber dann witzig und auch okay, war nicht weiter schlimm. Wir müssen, wo wir jetzt hier die Pilzköpfe hier sehen, auch noch mal kurz über den Haarschnitt von den Beatles sprechen. Ist das eine Geschichte gewesen, die Beatles aus Paris mitgebracht haben? Hatten die dann alle diesen Haarschnitt oder wie ist der entstanden? Nee, das war Paul und John. Die sind nach Paris und haben Jürgen Vollmer besucht. Das ist der Fotograf, einer von unserer Truppe. Wir waren so eine eingeschworene Truppe. Jürgen Vollmer, Astrid Kircher, ich und noch so ein paar andere aus der Kunstschule. Und Jürgen hat schon immer die Haare so getragen hier in der Stirn. Und ich bin dann nachher nachgehängt, habe das auch gemacht. Und Astrid hat vielen Leuten die Haare geschnitten. Und dann hat sich irgendwann die Geschichte entwickelt, dass Astrid die Erfinderin des Pilzkopfes ist. Und hier steht das nochmal, oh Gott, das will nicht schon wieder. Und das ist also, sagen wir mal, eine geteilte Geschichte. Jürgen Vollmer hat für Paul und John, den hat er in Paris diese Haare so geschnitten. Aber die Legende geht ja auch so, dass die Beatles den Haarschnitt bei dir zuerst gesehen haben und gesagt haben, so wie du die Haare hast, möchten sie auch gerne haben. Das würde eher Jürgen Vollmer sein, weil der mit dabei war und das fanden sie toll, wie Jürgen Vollmer die Haare hatte. Der hatte sie schon immer so gehabt. Und wie haben dann die Leute darauf reagiert, auf diese Art von Frisur?
Naja, wir waren ja nur diese Künstler, die ja sowieso also ein bisschen komisch sind, nicht? Mit Schals um und einen hohen, eine schönen Jacken und schwarze Klamotten. Und die Zimmer waren ja auch so. Astrid hat ein Zimmer, das war schwarz. Und hatte den Spiegel mit Goldrahmen und irgendwelche Zweige. So sehr Jean Cocteau-mäßig ging das ab. Das fanden wir alles toll. Und wir fanden auch die Filme toll, wie Orfeo. Oder das waren so unsere Lieblingsgeschichten, die französischen Kunstfilme. Welche Rolle haben denn da in den 60er Jahren Drogen gespielt? Na, das waren mehr so die Uppers, möchte ich mal sagen. Also das so Aufputsch. Mittel, nichts weiter fürchterlich Gefährliches. Der Alkohol war natürlich immer, der ist ja heute noch, und die Leute denken, das ist ja keine richtige Droge, das ist ja Gesellschaftsgeplänkel. Aber Alkohol ist ja viel schlimmer als viele andere Drogen. Ich meine, mal einen Joint zu rauchen, ist eine nette Sache, da muss man sich keine großen Gedanken drüber machen. Das war aber damals noch nicht so in. Gab es mal eine Phase, du hast ja die Beatles eigentlich die ganze Zeit begleitet, wo du gedacht hast, Mensch, also jetzt ist der Drogenkonsum aber an einem Punkt angelangt, wo man sich Sorgen machen muss, dass da einer overboard geht, dass es einfach zu viel wird? Ja, ich war immer so ein bisschen an der Seite, was das angeht. Ich habe alles irgendwie mitgemacht, aber zur Zeit, als Woodstock war für mich dann, also das fand ich überhaupt nicht witzig. Ne? Also, das ist für mich an sich war es daneben. Und ich kann durchaus verstehen, dass so eine riesige Kluft entstanden ist zwischen diesen jungen Menschen und zwischen den alten, sagen wir mal, Militärs. Da muss ja irgendwas schief laufen. Und bist du in Woodstock gewesen? Nee, habe ich nicht, bin ich nicht. Das hätte ich auch nicht gepackt. Das wollte ich nicht so gerne. Okay, die Tatsache, dass so viele tolle Leute da gespielt haben, finde ich klasse und haben auch, waren wunderbar. Aber das ganze Drum und Dran, was da so gelaufen ist, das muss ziemlich heavy gewesen sein. Mhm. Jetzt gibt es natürlich die Phase, wo die Beatles auseinandergebrochen sind und wo sich heute noch die Menschen fragen, wie ist das eigentlich passiert? Warum hat es die Band dann irgendwann nicht mehr gegeben? Das, finde ich, ist ein völlig natürlicher Prozess. Die haben so lange zusammengearbeitet, das sind 10 Jahre insgesamt, und es fing schon an zu bröckeln weit vorher, dass also man merkte, jeder hat andere Interessen. Die passen einfach dann nicht mehr zusammen. Das ist okay, wenn du eine junge Band bist und alle sind zusammen in einer WG oder so, da funktioniert das noch. Und dann irgendwann kommt der Punkt, ob das durch die Frauen ist oder durch was immer, es ist einfach so, man lebt sich auseinander. Und speziell, weil es so starke Persönlichkeiten sind, die eben diese wunderbaren Musiksachen kreiert haben. Ne? Mhm. Ich finde es völlig normal. Es gab ja dann Yoko Ono, die da in das Leben von John Lennon eingetreten ist und die ja auch ein starker Charakter ist und ihre eigenen Ideen hatte. Viele sind ja davon ausgegangen, dass sie der Grund gewesen ist, weswegen die Band auseinandergegangen ist. Wie ist da deine Einschätzung? Finde ich überhaupt nicht richtig. Das ist, war einfach so. Yoko natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, aber das ist nicht der Grund, deswegen ist das so passiert. Also genauso gut Linda oder die Eastman-Familie. Und da ging es dann nachher um viel Geld und um Macht und um 1000 Geschichten. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum ersten Mal Yoko Ono begegnet bist? Nee, das weiß ich jetzt nicht genau, welcher Tag das war. Das war wahrscheinlich auch irgendwo im EMI-Studio, würde ich mal sagen. Was ich meine ist, welchen Eindruck hattest du von ihr, als du ihr zum ersten Mal begegnet bist? Denn sie war ja auch so eine völlig neue Performance-Künstlerin, die man eigentlich so auf der Welt noch gar nicht so richtig kennengelernt hatte. Was war da dein Eindruck? Ich fand Yoko sehr witzig, und das ist das, was die meisten Leute nicht wissen. Wenn sie irgendwie in Medien ist oder sich äußert, ist sie meist anders, als sie wirklich ist. Die ist sehr begeisterungsfähig und hat sehr gute Ideen und kann wie ein kleines Kind sich für irgendwas begeistern. Das hat mir Spaß gemacht. Und das ist auch eine Dimension, die nötig ist. Die ist auch nötig für John, die ist für uns alle nötig. Mhm. Dass man sich an Kleinigkeiten wirklich erfreuen kann. Das kann die.
Wunderbar. Wie sind damit umgegangen, dass sie ja von der Öffentlichkeit, vom großen Teil der Öffentlichkeit, als quasi die Zerstörerin der Beatles ja angesehen wurde? Ob es stimmt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Bist du ihr da zu der Zeit begegnet? Klar bin ich. Und das ist für sie, ich würde mal sagen, beinahe eine Kunstform. Die Frau hat null, wie sagt man, Stage Fright, also Lampenfieber. Ja. Kennt die überhaupt nicht. Die kennt auch, sie ist also, hat kein Taktgefühl und kennt kein Lampenfieber oder sowas. Das kennt die einfach nicht. Die macht einfach irgendwas. Die würde sonst was anstellen. Die Hosen runter, alles. Ist ihr völlig egal. Alles unter dem Motto Performance. Performance, provozieren, das ist ihr Ding. Und das macht ihr Spaß. Und das war für John Lennon wahrscheinlich auch neu, als das damals zum ersten Mal. Ja, es war an sich das, was er immer machen wollte. Und dann war es eben ein Team, die sehr viel provoziert haben und sowas gemacht haben. Mhm. Finde ich irgendwie gut. Deswegen hat es ihm ja so gut mit ihr gefallen. Ne? Wenn du jetzt so eine Geschichte von John Lennon, sondern Paul McCartney hörst, der sich ja nochmal neu verheiratet hat und jetzt also so ein Desaster erlebst, ist das eine Sache, wo du sagst, das wundert mich bei Paul überhaupt nicht? Oder wie gehst du damit um, wenn du das hörst in der Presse, dass er jetzt also von seiner Frau verklagt wird und die will die Hälfte seines Geldes haben? Kennst du ihn ja gut, den Paul. Ja, ich wollte ihn neulich mal anrufen, habe einen Anlauf gemacht, ich muss noch mal versuchen. Ich würde es gern von ihm hören. Es hat keinen Sinn, dass ich nach dem, was in der Presse gesagt wird oder so, mir da ein Urteil erlaube. Es tut mir fürchterlich leid für ihn, denn er mag nicht gern alleine sein, das weiß ich. Mhm. Und ich hatte gehofft, dass er jemanden findet, mit dem er sein Leben teilen kann. Das sind die beiden Sachen und deswegen möchte ich gern mit ihm selber sprechen, um wirklich mir ein Urteil zu erlauben. Und das wären sowieso Sachen, die sind so intim und so, die würde ich dann auch niemandem weitererzählen. Mhm. Aber im Grunde genommen kann ich nur sagen, im Moment tut er mir sehr leid. Mhm. Ich weiß aber, er arbeitet und er ist gut dabei und es ist nicht keine ernsthafte Angst angesagt, dass er vielleicht Lust am Leben verliert oder so. Mhm. Zu wem von den dreien hast du denn im Moment den engsten Kontakt? Ist es überhaupt schwer, mit denen Kontakt aufzunehmen? Ich könnte mir denken, da braucht man eine Handynummer, um an die ranzukommen. Oder wie geht das? Ja, wie gesagt, ich bin nicht mehr so dick Freund heutzutage. Ich lebe in Deutschland, die haben ihr Leben und unser Leben ist sehr unterschiedlich. Ich bin also sehr einfach und lebe nicht in Saus und Braus. Und die haben alles, was sie sich vorstellen können, ob es die Hubschrauber oder Private Jets und sowas. Das habe ich ja alles nicht. Und das ist einfach ein anderer Lebensstil, der sich dann eben über die Jahre irgendwie einfährt und dann bist du irgendwo ein bisschen außen vor. Das heißt nicht, wenn ich morgen mit Paul irgendwo zusammen bin, wenn der hier sitzen würde, dann wäre das genau wie früher. Mhm. Und das ist auch okay, aber er hat nun mal sein anderes Leben und das ist auch okay. Und Ringo habe ich letzte Mal in Los Angeles gesehen, war auch wieder toll. Da wurde die DVD fürs Bangladesch-Konzert rausgebracht. Das ist ja schon Jahrzehnte her, dieses Bangladesch-Konzert. Das Bangladesch, ja, aber die DVD ist rausgekommen. Und da hatten sie dann gesagt, da wollen wir eine kleine Band haben, die spielt. Und da hatten sie Billy Preston, der auch viel gespielt hat für die Beatles, der war da. Und Danny Harrison hat Gitarre gespielt. Und meine beiden Lieblingsschlagzeuger waren zu guter Letzt auf der Bühne. Das war Ringo und Jim Keltner. Das war so toll. Leider ist Billy gerade gestorben. Die Rolling Stones sind ja immer noch unterwegs und touren. Und du hast ja zu dem Lager der Beatles gehört. Ich kenne es aus meinem Freundeskreis. Da waren die einen waren für die Rolling Stones und die anderen waren Beatles-Fans. Wie hast denn du das mit den Beatles zusammen erlebt, ein bisschen diesen Wettbewerb zwischen den beiden Bands? Der gibt es nur in Deutschland. Also das ist nicht überall auf der Welt so. Dass die einen sagen, ich bin Rolling Stone Fan und die Beatles, das gibt es nur hier. Und ich habe das auch ganz extrem immer, dass sie dann immer sagten, ja, ich bin ja an sich Rolling Stone Fan. Das ist nicht überall so. Ich finde die Stones toll, ich finde die Stones toller als die Beatles.
Das heißt nicht, weil ich Freund mit ihnen bin, dass ich nur alles gut finde. Die haben Tolles erreicht. Und die Hälfte der Stücke würde ich sagen, nö, das will ich gar nicht so gerne hören. Ich bin nicht einer, der nur alles aufsaugt und sagt, das ist alles toll. Das finde ich nicht. Dein Stil, wie du Bass gespielt hast, das ist ja ein Stil, der jetzt unbedingt nicht zu diesen klassischen Beatles-Stücken passt, die so fein sind. Irgendwann hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dass du die Beatles, wenn du dann da der Bassist geworden wärst, bei denen auch in eine etwas andere Richtung gedrückt hättest durch deine Art von Musik. Wo wärst du dann deiner Meinung nach hingegangen, wenn du mit den Beatles gespielt hättest? Ach, kann man nicht so genau sagen, dann könnte man nicht Stück bei Stück gehen. Und erstmal wäre ich auch sehr flexibel und... Ja. Entschuldigung, jetzt machen wir mal Schluss. Nee, sehr flexibel, bei welchen Liedern denkst du speziell, dass sie mit dir anders ausgesehen hätten oder sich anders angehört hätten? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, wirklich nicht. Habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Okay, gut. Hier hast du jetzt ein Bild mit Ringo Starr gemacht. Was war da der Ursprung? Warum hast du das so gemalt? Der hatte ein Pooltable in seinem Haus in London. Und ich wohnte sehr nah und bin damals oft bei ihm gewesen. Und da habe ich ihm das so als Geschenk gemacht, wie er gerade Pool spielt. Und dieses ist auch ein Bild von dir. Mhm. Was war da der Ursprung? Bei diesem LP habe ich ein ganzes Booklet gemacht, was in der LP drin ist. Die heißt Ringo. Und das war ein Vorschlag für ein Cover. Das Cover haben sie aber nie genommen. Kann ich auch verstehen. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Und das ist okay. Aber hier ist das Cover. Vielleicht gehen wir noch mal in das andere Zimmer. Dort hast du nämlich auch Arbeiten von dir. Die können wir uns auch noch mal kurz angucken. Wollen wir da noch mal drauf zurückgehen? Ja, klar, können wir auch. Ja? Dann sag noch mal, was dir da wichtig ist. Ah ja. Also bei dem ging es eben darum, was machst du am besten für das Publikum zu der Zeit. Ja. Und das war eben Haare und so viel wie möglich Gesichter von den Jungs. Das wollten die Leute gerne sehen und das habe ich dann auch gemacht. Und dieses Jahr ist ja an sich 40 Jahre Revolver. Das ist jetzt 40 Jahre her. 40 Jahre her, das Ding. Ja. Ja. Und da habe ich eine Idee mit einem Freund zusammen entwickelt. Und zwar machen wir ein Cover. Das ist hier so eine andere Version. Ich stelle das mal davor. Mhm. So. Und zwar sind das dieselben Beatles-Jungs, aber hier sind dann alles so Künstler drauf, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Da ist Phil Spector, da ist Randy Newman, John and Yoko, Eric Clapton, B.B. King, ich selber, Ravi Shankar, Keith Moon, Dr. John, Jim Keltner, Harry Nilsson, Carly Simon. Die sind da alle drauf. Und dann hatten wir eine andere Idee, und zwar ein Booklet zu machen, was in eine LP reinpasst. Yeah. Und dass du auf den Doppelseiten, wenn du so mal nur so Doppelseiten hast, so da jedes Lied illustriert. Mhm. Von dem, was ich weiß über die Situation und dann wie jedes Stück auf mich gewirkt hat, was ich weiß. Ja. Und dies hier, das ist dann daraus geworden mit einem Freund von mir zusammen aus Berlin, der Stefan Gandl, der hat eine Firma, die heißt Neubau, mit dem mache ich das. Und da haben wir das Stück Tomorrow Never Knows, float downstream, open your mind, weiß ich was. Und hier fließen sie so den Fluss runter. Und da sind diese ganzen Tape Loops auf dem Stück. Das ist auf einem Akkord. Und da sind ganz viele Tape Loops drauf, wo so Bänder sich immer wiederholen mit Vögelgeflatter und mit Gitarren rückwärts und Cymbals rückwärts. Und sehr psychedelisch. Ne? Ja, sehr psychedelisch. Und das ist das, was wir hier in diesem Booklet machen wollen. Die 10 von den Liedern neu illustrieren. Da, und eben das hier zum Beispiel, das ist ein Riesenchor von Mönchen. Und John wollte immer auf dem Stück Mönche haben, die singen. Und das hat irgendwie nicht hingehauen und jetzt haben wir ihn den da reingesetzt. Klaus, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja. Wir sind jetzt auch am Ende der Sendung.
Klaus Voormann hat einen Telefonanruf bekommen. Bei ihm zu Hause bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen und freue mich schon auf die nächste Sendung, wenn es wieder heißt Menschen in München. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.